Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, willkommen von der Plenarwoche des Europaparlaments hier aus Straßburg. Am Mittwoch hat das Europaparlament eine wichtige Entscheidung gegen internationale Dumpingpraktiken getroffen. Dafür hatten sich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stark eingesetzt. Und das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt. Ich war bereits zweimal zu Besuch bei den Stahlwerken in Ilsenburg im Harz, dessen Arbeitsplätze beispielsweise massiv durch Dumping durch chinesischen Stahl gefährdet sind. Zusammen mit unseren Stahlarbeitern habe ich mich jetzt dementsprechend sehr gefreut über die erfolgreiche Abstimmung des Europaparlaments. Am Mittwoch stimmte das Europaparlament ebenfalls in einer Resolution zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in Malta ab. Hintergrund war der Mord an der Journalistin Galizia, die in die Recherchen zu den Panama-Papieren involviert war und deswegen wahrscheinlich auch gestorben ist. In diesem Kontext wurde klar, dass Malta Probleme mit Geldwäsche und Korruption hat und der Überwachung seiner Banken. Es war wichtig, hier klare Kante zu zeigen, wir müssen dort dranbleiben. In einer weiteren Resolution ging es in dieser Woche um die Rechtsstaatlichkeit auch in Polen. Darin stellten die Abgeordneten fest, dass die polnische Regierung die Unabhängigkeit der Justiz massiv beschnitten und Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger gebrochen hat. Sollten Polen nicht einlenken, können dem Land letztendlich sogar Entzug seiner Stimmrechte im Rat der EU drohen. Ich setze mich dafür ein, dass die Vergabe von EU-Mitteln an Mitgliedstaaten zukünftig an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien gekoppelt wird. Ganz besonders habe ich mich diese Woche gefreut, dass der schwedische Film Sami Blood den Lux-Filmpreis des Europaparlaments gewonnen hat. Auch unsere vielfältige Kultur ist ein wichtiges verbindendes Element für Europa. Ich bin Mitglied des Kulturvereins A Soul for Europe, Europa eine Seele geben, und freue mich deshalb sehr, dass wir Sami Blood, den Film, also bereits am Samstag beim Kulturforum der SPD in Sachsen-Anhalt zeigen werden. Die Vorführung findet um 15 Uhr im Lux-Kino in Halle statt. Vielleicht kommt ihr vorbei, ich würde mich darüber sehr freuen. Alles Gute aus Straßburg. Wenn Fragen zu meiner Arbeit bestehen, kontaktieren Sie mich, kontaktiert mich einfach über die Webseite oder schaut nach, wozu ich gerade arbeite. Alles Gute, bis dann.